Hallo ihr Lieben, Stravete Mili, hello dears, ich hoffe es geht euch allen gut, mir geht es auch gut, ich zeichne heute was Wunderbares, vielen lieben Dank an Selina Waas. Danke Selina, dass du mich auf die Idee gebracht hast, eine Bengalkatze zu zeichnen, habe ich noch nie gemacht und ich werde mir jetzt die Zeit nehmen. Und möchte sie richtig schön machen, weil sie das einfach verdient. Das ist eine wunderschöne Katze. Und ich zeichne so ein bisschen ganz leicht vor, wie sie so sitzen soll, wie sie stehen soll und ungefähr die Größe. Ich mache sie natürlich immer ein bisschen niedlicher als jetzt die echten Katzen. Eventuell auch ein bisschen kleiner, aber im Großen und Ganzen möchte ich mich schon daran halten und diese Katze so zeichnen, wie sie eigentlich ist. Und hier das Schwänzchen. Also das ist jetzt ganz grob unsere Vorzeichnung. Das können wir später so ein bisschen ausbessern. Und dann mache ich hier, also das sind die Ohren, dann mache ich hier ungefähr in der Hälfte das Gesicht und dann mache ich eben diese zwei Bögen, ganz einfach und drunter auch einen schönen Bogen. Ungefähr sollten die Augen gleich groß sein. Wenn ihr es nicht gleich hinbekommt, können wir das später trotzdem noch mit Schwarz ausbessern, denn ich hoffe, ihr zeichnet auch alle mit einem hellen Stift. Also ich habe hier die Polychromos, die ich euch auch empfehle, mit denen ich auch grundsätzlich mittlerweile zeichne. Und ich nehme auch wirklich nur diese Farben, die ihr hier seht, also aus der Schachtel, aus der Palette, und ergänze nicht mit meinen eigenen Farben, die ich sonst so habe, weil ich nicht möchte, dass ihr einfach nicht wisst, welche Stifte ihr nehmen sollt. Und jetzt mache ich hier auch das Auge, die Pupille. Und hier mache ich zwei solche Punkte, die später unsere Glanzpunkte werden. Die Augen selbst sind meiner Meinung nach gelb, aber ich habe auch Katzen gesehen, die sehr helle grüne Augen haben. Das könnt ihr jetzt nach Belieben machen, wie es euch gefällt. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier das Beige, also so ein Ocker. Ich habe mich für diese Farbe hier entschieden. Und dann mache ich hier drunter auch gleich das Runde, also in Schwarz. Also die Augen müssen wunderschön werden. Die Katze selbst ist eine fantastische Katze. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Leopard und Katze, also wunderschön und man kann sich wirklich verlieren beim Zeichnen des Fells, aber bis dahin müssen wir erst noch hier das Gesicht und die Augen hinbekommen. Bitte den Stift spitzen, ich mache oft den Fehler und den Stift spitze ich nicht, also bei den Augen sollten wir uns schon, genau, und so bleibt es jetzt, das lasse ich jetzt so. Dann mache ich erstmal hier zur Orientierung die ersten Streifen und ich mache auch den Mund und hier das Näschen und hierfür nehme ich aber kein Schwarz, sondern ein gespitztes Braun, also ich muss schnell spitzen. Und
Hier machen wir die Nasenlöcher ganz fein. Hier ist das Näschen leicht dunkler drüber. Und hier unten, also unterhalb, ist es auch leicht dunkler und geht in den Mund rein, wo es auch ein bisschen dunkler ist. Und jetzt gehen wir mit diesem Rostbraun, sage ich immer. Was ist das eigentlich? Ocker? Ich erkenne das nicht. Ich kann es nicht lesen. Also auf jeden Fall dieser Stift. Dieser Stift, der da steht und da liegt, den ich benutze. Also hier gehe ich mit dem ganz, ganz feinen Rosa. Und ansonsten gehe ich mit diesem Stift rein. Also das ist eindeutig unsere Hautfarbe, nicht Hautfarbe, sondern Hauptfarbe bei dieser Katze. Und wir müssen das am besten auch so durchhalten. Aber ich werde auch andere Stifte benutzen natürlich. Aber hier so fange ich an. Das ist wie beim Tiger, möglichst gleichmäßig überall auszumalen. Und dann gehen wir einfach rein. Hier rein und hier rein, bis wir die Stirn ausgemalt haben. Und natürlich, wie immer, in der Richtung des Fells. Also die Schraffur, die Striche müssen in die Richtung des Fells sein. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann lieber kürzere Striche machen. Wenn ihr einfach nicht genau wisst, wie wächst es jetzt, in welche Richtung, dann eben kürzere Striche benutzen. Aber am besten, ihr schaut genau, wie die Striche sind. Hier wird es ins Rosa übergehen, also die Ohren sind sehr rosig. Ich habe eben bei diesem Polychromos leider hauptsächlich Pink, aber das macht nichts, dann mischen wir halt. Also Rosa mit, ja, wahrscheinlich mit diesem Goldton. Hier haben sie eine schöne Umrandung, die Ohren. Und dann geht es weiter. Und hier für die Härchen lassen wir dieses Weiß einfach ganz fein. Dann nehme ich diesen Stift und mische eben rein. Das wird zwar gelber, als man will, aber das ist jetzt nicht so ein Problem, weil wir eine Illustration machen, eine hübsche Illustration und nicht ein Fotorealismus. Hier muss ich auch umranden und hier auch einfach das Ohr nochmal betonen und hier, wo der Rand des Ohrs ist. Ihr Lieben, ich habe eine Frage an euch. Ist jemand aus Norddeutschland hier und kauft bei Aldi Nord ein? Ich bin nämlich in Süddeutschland, hier wohnen wir, und bei Aldi Nord gibt es diese Woche Bücher von mir. Und ich wollte einfach mal nachfragen, ob sie jemand schon gesehen hat. Weil ich kann da, also ich kann nicht zu Aldi Nord, ich kann jetzt nicht einfach so, weil meine Bücher irgendwo verkauft werden. Das wäre schön, also wenn das ginge. Und manchmal klappt es auch wirklich, aber in der Regel nicht. Ich würde gerne meine Bücher sehen, ob die tatsächlich beim Aldi drin sind, ich schätze schon. Aber falls jemand bei euch, also von euch, irgendwo in Norddeutschland lebt, ich tippe mal jetzt Berlin, Hamburg, was gibt es so für schöne norddeutsche Städte? Wo ist überhaupt Aldi Nord? Das weiß ich gar nicht, wo Aldi Nord verkauft. Also auf jeden Fall gibt es diese Woche 3 Bücher von mir, und zwar in der Stadt, Tierkinder und auf dem Bauernhof. Also auf dem einen Buch ist ein
was ist das? Ein Traktor. Auf dem anderen Buch ist ein kleiner Löwe, also ein Löwenbaby. Und auf dem dritten Buch ist, jetzt müssen wir uns konzentrieren hier, weil ich jetzt hier die Augenbrauen mache. Also ich muss jetzt hier mein Geplapper kurz unterbrechen. Wahrscheinlich vermisst ihr es nicht, aber ich muss hier kurz schauen, wie genau die Richtung ist. Und ich muss hier das ein bisschen vergrößern. Ist mir noch zu klein. So, und dann gehe ich mit einem dunkleren Stift rein, der auch gespitzter werden sollte. Genau, also auf dem einen Buch ist ein Traktor, auf dem anderen ein Löwenbaby und auf dem dritten ein Bus. Ein Bus mit Kindern in der Stadt. Und es wäre schön, wenn die Bücher tatsächlich da sind. Wenn jemand einfach sieht. Es interessiert mich, ob das jemand sieht. Sonst, ich weiß zwar, dass sie da sind. Ich habe die Werbung gesehen bei Aldi Nord auf der Homepage. Und habe mich auch sehr gefreut. Da ist eine super süße Werbung mit kleinen Kindern. Das finde ich auch super nett. Aber ich selbst habe die Bücher noch nicht bekommen. Die bekomme ich als Exemplare. Ich hoffe bald. Ist schade, wenn man was zeichnet und man hat nichts bekommen davon. Nicht mein einziges Buch. Aber das macht der Verlag dann schon. Da vertraue ich Ihnen absolut. Bei dieser Katze haben wir jetzt so gesehen eigentlich im Gesicht hin ziemlich viel getan. Hier ist nochmal ein kleiner Strich. Und hier auch. Es scheint die Sonne rein, das habe ich nicht so geplant. Ich hoffe, ihr seht trotzdem alles. Eigentlich sollte sie nicht scheinen. Hier ist keine Sonne heute, aber gerade jetzt möchte sie sehen, was ich so mache hier wahrscheinlich. So, dann hier um das Näschen herum haben wir auch total schnuckelige Punkte, sehe ich gerade, einfach so wie so kleine Sommersprossen, total süß. Und hier möchte ich einfach mal diese Härchen so betonen. Das ist eigentlich viel dunkler, aber ich weiß nicht, warum mein Stift das nicht so mitmachen will. Okay, das lassen wir jetzt. Hier hat sie auch. So schöne Zeichnungen. Und hier auch. Genau. Und jetzt gehen wir hier um die Schnauze. Gehen wir rein, so ganz, ganz fein. Und hier drunter. Also damit sie diese Schnauze so hat wie ein kleiner Löwe oder so. Und hier muss es auch dunkler werden. Also hier ganz, ganz fein und hier weiter um die Augen herum müssen wir dunkler werden. Am besten hier in der Farbe. Genau. Und dann nehme ich wieder diesen Stift und beende hier das Gesicht. Das dürfte unser Bengal-Katzengesicht sein. Das will ich mir nochmal anschauen nachher, sowieso, weil oft kommen ja so ganz feine Abstufungen rein, die man zuvor nicht gesehen hat. Das ist jetzt ein schönes Orange, weil ich das Gefühl habe, die Katze braucht es. Sie hat schon sehr viel von einem Tiger, von einem Leopard
Und ich finde es schön, wenn sie das hier so ein bisschen intensiver also bekommt an Farbe. War das ein deutscher Satz? Ich glaube nicht. Also ich fände es schön, wenn die Katze grundsätzlich ein bisschen intensiver erscheint von der Färbung her, als zum Beispiel auf dem Foto, das ich hier, oder die Fotos, die ich mir zusammengebastelt habe für diese Katze. Und hier auch ganz, ganz fein den Kopf. Einfach so ein paar Härchen. Muss nicht viel sein, aber so ein paar. Und hier haben wir auch so ganz, ganz feine Abstufungen. Aber das lasse ich jetzt. Das lasse ich jetzt einfach mal. Das können wir ja auch später machen. Jetzt gehen wir weiter. Hier unter dem Mund. Und bewegen uns Richtung Hals und Körper. Ja, und wie machen wir das jetzt am besten? Also erstmal hier ein bisschen formen. Und dann gehe ich jetzt hier mit solchen Sachen rein. Ich zeichne nicht jeden Strich, den die Katze hat. Das macht man nur, wenn man wirklich so Fotorealismus macht. Was ich aber machen werde, ist das Prinzip einfach nachmachen. Und zwar hat die Katze, das Besondere an ihr ist, also hier läuft die so, sie hat so Leopardenflecken. Und die zeichne ich jetzt. Den ersten will ich zeichnen, damit ich sehe, wie das überhaupt aussieht. Vorsichtig hier, wie die Haare wachsen. Die wachsen so in die Richtung. Und dieser Leopardenfleck, den ich so sehe, oder es sind mehrere, die mache ich jetzt in diesem Zickzack. Und gleichzeitig aber mit der Wölbung der Katze selbst. Ist schwierig, aber man muss sich das eben die, also man muss sich da eher wirklich die Zeit nehmen. Also wirklich mit dem Haarwuchs, also wie die Haare wachsen, zumindest ein bisschen, das kann man ja besser, das kann man später ausbessern. Und gleichzeitig auch mit der Wölbung der Katze. Denn hier nach hinten verkürzt sich das alles, oder wie man das so schön auf künstlerisch sagt, es verjüngt sich in der Perspektive und hier in der Wölbung. Es gibt so verschiedene Flecken einfach. Und gleichzeitig hat sie auch Streifen. Und jetzt traue ich mich mehr hier und kann hier mit diesem Braun auch reingehen. Auch hier kann ich reingehen. Die Sonne scheint, ich hoffe, das stört euch nicht. Sie scheint aber durch so einen Nebel. Und hier diese Streifen drunter auch ganz fein. Hier geht es auch nochmal so rein. Also grundsätzlich habe ich die Katze kleiner und kürzer gemacht als sie ist und mit einem größeren Kopf. Also sie hat einen viel kleineren Kopf, aber mir war der Kopf einfach sehr wichtig. Und im Körper hat sie viel mehr Streifen, als ich jetzt tatsächlich hier mache. Aber ja, also es soll jetzt einfach mal diese Illustration werden. Und natürlich mache ich die Katze lieber jünger als älter. Also lieber jünger und niedlicher als zu alt und zu gruselig. Nein.
Also diese Flecken sind bei jeder Katze anders, das ist logisch. Genau wie bei den Leoparden. Manche haben größere Flecken, andere haben kleinere oder streifenartigere Flecken. Und ich muss zugeben, dass ich hier jetzt einfach mal vieles dazu erfinde, weil ich mehrere Fotos habe und sehe, dass da jede Katze das für sich selbst irgendwie anders hat. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt hier einfach eine abmalen, sondern, also mir gefällt es, wenn ich mehrere habe zur Auswahl. Dann nehme ich praktisch das Schönste von jeder, oder zumindest für mich das Schönste. Ja, und was die Katze sonst so hat, sind eben in diesen Flecken, und das dürfte jetzt einfach mal so ganz, ganz wie in der Schule ausmalen, malt ihr diese Flecken hier innen aus, denn sie hat hier eben dieses Leoparden-Geparden-Muster. Und das ist auch so bei, ich weiß gar nicht, ist es Leopard oder Gepard, der so Flecken hat, also schwarze oder braune Flecken, die innen nochmal so ein Beige haben und erst außen ist die Katze heller. Ich bin selbst gespannt, wie die wird. Und noch ein paar Flecken brauchen wir. Also hier zum Beispiel fehlt irgendwie was. Das ist jetzt so ein anderer Stift. Hier fehlt was. Und hier würde ich einfach nur Streifen machen. In diesem Zickzack. Einfach nur Streifen. Hier nach hinten gerne noch ein paar solche Flecken. Das könnten wir auch zu einem Fleck formen, obwohl ich das nicht vorhatte. Aber jetzt so ganz spontan ist es okay. Und hier einfach mal Streifen, Streifen. Und hier machen wir jetzt einfach mal so eine ganz einfache Pfote. Und hier hat sie ein bisschen mehr Haare. Hier die andere Pfote ist da hinten. Die mache ich jetzt einfach mal so. Als praktisch so als Duplikat. So, und dann gehe ich jetzt hier rein, weil wir haben ja auch Schatten, damit die Katze schön schattiert wird. Also hier gehe ich rein mit ein bisschen Schatten und hier gehe ich auch rein mit ein bisschen Schatten. Auch hier in der Mitte. Wie hier das Fell wächst, das ist jetzt auch schwierig. Hier oben hat die Katze so einen dunkleren Fleck, der so mittig hier sich so ein bisschen durchzieht. Und hier auch. Also das ist hier kein Schatten, sondern tatsächlich so eine Zeichnung. Hier ist sie aber auf jeden Fall dunkler und weil wir hier diese Flecken nicht haben, können wir den gleichen Stift benutzen. Das ist sehr praktisch. Für den restlichen Körper aber nehme ich jetzt diesen Stift. Das ist einfach so ein beige-gelb. Und gehe einfach mal so rein. Und male praktisch alles andere aus. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Hier haben wir aber Schatten. Und hier nehme ich jetzt aber diesen. Also das ist jetzt nicht unsere Füllung, sondern das ist so ein richtiger beiger Stift. Weil wir mit diesem Stift hier dafür den Schatten machen, damit sich das so ein bisschen unterscheidet. Und zwar nur am Rande, nur ganz fein. Hier. Der Rest wird so ein ganz helles Beige. Hier haben wir einen Fleck, den wir noch nicht gezeichnet haben.
Hier gehe ich auch so rein, ins zweite Bein, weil das einfach nicht so wichtig ist. Und hier den Schatten, den blende ich so. Genau, und dann hier noch so ein bisschen Schatten. Hier brauchen wir was für das Bein. Und hier haben wir auf jeden Fall mehr Streifen. Also hier muss das Ganze so ein bisschen dichter werden. Genau. Und dann beenden wir das. Und jetzt gehen wir ganz grob hier in die ganze Katze da rein. Das darf euch nicht erschrecken, weil dieser Stift ist so hell, dass man mit ihm kaum was falsch machen kann. Also nicht bei dieser Färbung. Und da, wo die Katze hier im Schatten sitzt, also hier sitzt sie auch so, dass der Streifen hier auch nochmal so reingeht. Und hier kann man immer mal wieder so ein paar Härchen dazu ergänzen. Und hier mache ich sie natürlich absolut flauschig, aber mit einem gespitzten Bleistift, Buntstift. Und dann müssen wir jetzt gucken, wo die Katze noch irgendwie so aus dem Rahmen fällt. Und mir fällt auf, dass wir dieses Orange, das wir oben fürs Gesicht verwendet haben, hier nirgendwo haben. Deswegen gehe ich nochmal in die Flecken da rein und mache sie intensiver. Und hier ein bisschen mehr Schatten aber unten. Und hier auch nochmal rein. Damit nicht nur das Gesicht so orange wirkt. Und hier brauchen wir auch ein bisschen mehr Schatten. Merke ich. Und jetzt auch ganz leicht in der Schraffur der Katze. Da muss man jetzt ein bisschen so eine Rundung machen. Weil die Katze zwar jetzt einen schönen Ton hat, aber man weiß nicht, wie das Fell wächst und dann wirkt sie nicht so flauschig. Also man muss hier jetzt das Ganze mit so einem spitzen, feinen, beigen Ton nochmal nachschraffieren und der Katze nochmal so eine Struktur geben, diese Weichheit. Und hier fällt mir auf, dass wir noch ziemlich was verpasst haben, nämlich die Katze hat hier so diese sehr typischen Zeichnungen. Genau. Und eben die Sommersprossen. Die sind voll süß. Und hier hat sie auch Pünktchen und hat auch natürlich Barthaare, die aber in weiß sind. Ich mache sie jetzt mal in schwarz, weil ich kein Weiß habe. Genau. Und hier können wir ja trotzdem weitermachen. So ganz feine Striche machen, damit man sieht, wie das Fell wächst. Und hier, wo wir den Schatten haben, kann man ja diese Flecken ruhig mit Schwarz, also wirklich da, wo der Schatten ist, nicht die ganzen Flecken, nochmal mit Schwarz verstärken. Da wird die Katze mit Sicherheit nicht böse sein.
Und hier die Pfote ist grundsätzlich, das ist alles hier ein bisschen dunkler. So. Was wir hier noch haben, ist, das habe ich mir gelassen für später. Also hier den Mund muss man schon schön umranden. Jetzt, wo wir sehen, wo das Gesicht tatsächlich ist, sollten wir das schön umranden. Und hier auch ein paar Streifen, so ganz feine mitgehen lassen. Ich mache gern Flauschigkeit, ich weiß, aber ich liebe das. So, und hier die Pfoten. Das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig alles, aber ich mache es trotzdem. Was wir vergessen haben oder nicht vergessen dürfen, ist der Schwanz. Und der ist, also hier wachsen die Haare raus ziemlich und der geht dann so in die Richtung. Also ist sehr flauschig und geht so. Und so, und so, hoch. Und ich habe mir extra so einen Schwanz von einem jüngeren Kätzchen ausgesucht, weil mir das besser gefällt. Die älteren Katzen haben natürlich nicht so viel Flauschigkeit, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die Streifen werden mit der, also Richtung Spitze, dicker. Breiter. Und mit diesem Stift nochmal rein, einfach mal Schatten machen und dann mit dem Gelben rein. Also so ein ganz, ganz schnelles. Und hier mogelt man jetzt so ein bisschen, wo die Katze sitzt. Also hier sind sehr viele Streifen eigentlich. Irgendwie, also sie sieht so, dass da einfach sehr viel zusammenkommt. Und ehrlich gesagt ist es für mich schwierig, das auseinanderzuhalten. Und jetzt will ich einfach diese Streifen, die wir vorher so übermalt haben, und ein paar Pünktchen ergänzen. Also da, wo ich das Gefühl habe, es sind irgendwie Löcher und auch verstärken. Genau. Seid ihr noch da? Seid ihr schon eingeschlafen? Wer ist denn noch dabei? Ist ja egal. Also ich will die Katze jetzt beenden, das ist schon logisch. Aber manche Streifen sind sehr interessant. Da ist zum Beispiel, da bildet sich so still und leise in diesem ganzen Gewusel trotzdem noch so ein Fleck. Ist sehr witzig. Also sie hat so hier einen Fleck und da einen Fleck und da so einen Streifen und plötzlich bildet sich hier so ein ganz kleiner Fleck, so ein unvollendeter. Also eine sehr, sehr schöne Katze, ein Traum. Und es macht mir jetzt total Spaß, wo sind wir, bei wie viel Zeit? Ja, also ihr Lieben, es wäre super schön, wenn euch meine Katze gefällt und wenn ihr sie liked. Auch wenn sie wirklich eine eher schnelle Illustration ist. Also ich würde mir wünschen, wenn einer von euch diese Katze wirklich zeichnen will, druckt euch ein super, super schönes Foto aus und lasst euch einen ganzen Tag Zeit. Macht so richtig diese feinen Härchen hier
Mach die so richtig schön. Hier machen wir auch einen Fleck noch. Einfach so. Da bildet sich noch einer plötzlich. Und hier dazwischen vielleicht auch einer. Und hier vielleicht auch einer. Genau. Weil diese Katze verdient es einfach. Dass man sie zeichnet. Ich finde sie fantastisch. Und dann gehe ich ein bisschen jetzt auch mit Schwarz rein. Nicht überall, aber da, wo es mir gefällt. Einfach, um mehr Kontrast zu machen. Auch hier die paar Pünktchen und Flecken. Weil ich das jetzt beende. Also ich finde, man kann noch sehr viel daran rummalen. Aber irgendwann muss man sich entscheiden, auch zu beenden. Hier gehe ich noch ein bisschen mit diesem Gelbton rein. Einfach damit ich diese Intensität noch ein bisschen erhöhe. Und hier gehe ich aber mit ein bisschen mehr Schatten rein. Weil das ja doch das Bein der Katze ist und es biegt sich ja hier, so macht es eine Biegung und das muss man auch machen. Sonst fehlt es. Die sitzt ja hier. So, ако ви хареса, моля ви оставете ми един лайк и subscribe. Wenn es euch gefallen hat, und ihr es bis dahin ausgehalten habt, dann seid ihr die perfekte oder der perfekte Abonnent. Bitte abonnieren, liken, gerne Fragen stellen, kommentieren, wenn euch irgendwas nicht klar ist oder ja, also ich beantworte gern Fragen, wenn mir das möglich ist. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald! Eure Dani. Tschüss. Das sind meine Stifte. Danke, Selina. Tschüss.